Hallo, mein Name ist Charlotte Rummenigge und heute stelle ich euch mein Lieblings- und Erfolgspferd Fidelio vor. Ja, Fidelio ist nicht nur mein erfolgreichstes Pferd, er ist den ganzen Weg mit mir gegangen, von der ersten Erstdressur bis zum ersten Kurz-Grand Prix und dann zum ersten Grand Prix Spezial. Es ist unheimlich emotional, wenn ich auch über ihn spreche, weil ich habe ihm einfach unglaublich viel zu verdanken. Fidelio kam Ende 2011 zu mir, da war er knapp 7, von der Familie Kasselmann. Und ich muss sagen, es war Liebe auf den ersten Blick. Wir haben ziemlich lang gesucht und ich habe ihn gesehen und es hat eigentlich so gar nicht gepasst. Ich wollte noch ein Jahr, mein letztes junge Reiterjahr, genießen und ein Pferd, das die Erfahrung dafür hat, weil ich einfach selber die Erfahrung gar nicht hatte. Und dann kam Fidel eigentlich ein bisschen zu grün für das Ganze, aber es musste dieses Pferd sein und ich bin sehr dankbar, dass ich damals schon auf mein Gefühl gehört habe. Ich bin ein absoluter Gefühlsmensch. Wenn ich von einem Pferd überzeugt bin, dann renne ich mit dem Kopf durch die Wand. Und meine Eltern sagen immer so schön, wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Und ich glaube, das habe ich total übernommen. Die ersten Inter 2, die ich geritten habe, es war schon ein bisschen sehr wild noch und auch die Lektion teilweise nicht so da, wo sie hingehören. Aber ich muss sagen, ich bin froh, dass ich das alles so durchgezogen habe, weil es hat sich am Ende bestätigt. Ich habe einfach mit Stefan Münch damals das Pferd ausgebildet. Der hat mir unglaublich geholfen. Ende 2012 haben wir dann den ersten S-Sieg gehabt und haben dann gleich den TFD Cup gewonnen, dieses Talentförderung Dressur. Wiesbaden 2016, der Förderpreis. Das war unglaublich. Ich habe gedacht, gut, wenn wir da einigermaßen ordentlich mitreiten können, das wäre wunderbar. Und es war das erste Mal davon die Rede, dass ich eine Chance auf die Euro habe und das war wieder so ein Turnier, wo er irgendwie gemerkt hat, es geht um was und hat alles gegeben. Also es war schon ein tolles Turnier und natürlich Aachen, Nationenpreis haben wir gewonnen gehabt, das werde ich nie vergessen. Grand Prix zu reiten war immer mein Traum. Es ist für mich natürlich irre, dass ich das geschafft habe mit einem Pferd, das wir jung gekauft haben, auch als erstes. Ich hatte keinen Lehrmeister, mein Lehrmeister war Fidelio. Mir macht es unglaublich viel Spaß und der Weg dahin macht auch Spaß und wenn man dann da ist, ist es einfach ein super Gefühl. Uns verbindet einfach eine große Liebe, wie ich vorher gesagt habe, die Liebe auf den ersten Blick, die ist nie verschwunden. Die ist seit dem ersten Tag da und eigentlich immer nur größer geworden und ich muss sagen, ich kann mich bei dem Pferd einfach nur jeden Tag bedanken. Jetzt habe ich euch was über mein Lieblingspferd Fidelio erzählt und beim nächsten Mal erzähle ich euch, wie alles anfing.